Ja, hier sind wir beim nächsten Projekt, dem zweiten Projekt aus Hongkong. Bei diesem Projekt geht es um Street Food und ja, Street Food in Hongkong. Und worum es genau geht, erzählen euch wieder die Teilnehmer. Viel Spaß! Ja, wir sind die Gruppe Street Food Hongkong, bestehend aus den ganzen Personen. Und wir haben eine Übersicht erstellt für verschiedene Arten von Essen, Spezialitäten aus Hongkong und wo man die bekommt. Okay, so our group, its name is Hong Kong Foods, and we had a website made to explain Hong Kong food, and our members are, yeah, these guys. Yeah, so we think like street food, wir glauben, dass Street Food eine großartige Möglichkeit sind, in die Kultur eines anderen Landes einzutauchen, auch über traditionelle Märkte und Essen, weil man so die Atmosphäre richtig mitbekommt. Und deswegen haben wir mit einer einfachen Website erstellt, um die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Und dabei haben die Schüler an dem Wochenende alle HTML gelernt und diese Seite produziert. Wie man sehen kann, gibt es hier eine Menüleiste mit den verschiedenen Kategorien an Essen. Und so kann man sich dann in den Kategorien die verschiedenen Gerichte ansehen, inklusive Bewertung. So, it's all information about our websites. And first, we thought that foreign foods can be a very good chance for exchange students to experience their cultures. So, you know, the users can choose what kind of food they want, and there's like a categories about various kinds of food. And when you click on them, the information, an image, and all the various reviews pop out, and this is how it works. Yep. Ja, hier nochmal die gesamte Übersicht, oben die Menüleiste, hier ein Gericht, zum Beispiel Wonton-Nudeln mit dem Bild, wie es schmeckt, Bewertungen und ja, wo man es halt kaufen kann. So, this is an example of our website, and it's Hong Kong Wonton-Nudeln, and there's like explanation on it, and image, and there's few reviews on the screen. Yep. Ja. Wer sich die Seite selber angucken will, der kann auf diesen Link gehen. Dort ist die Seite online. This is a link that when you click on it connects you to the online websites. Ja. Einer der Teilnehmer wird es noch über seine persönliche Erfahrung euch was erzählen. Ja. Okay. So, in diesem Workshop haben wir viel gelernt, zum Beispiel neue Technologie oder natürlich anderen Kulturen. Ja, und ja, tatsächlich hat niemand programmiert, aber alles hat geklappt. Ja, ich hoffe, dass unsere Deutsch verbessert hat. Ja, danke. Thank you very much.